Also aus meiner Sicht das Wichtigste ist der Nutzen dafür. Also es ist nicht nur wichtig, eine Botschaft zu platzieren, also was man ja so im Twitter ja häufig mal nachsagt, oder die häufige Frage, die ich höre, wozu ist es notwendig, dass ich weiß, dass jemand gerade im Zug sitzt oder einen Kaffee trinkt. Das ist die Frage, welchen Mehrwert kann ich meiner Community auch mit einbringen? Und ich glaube, dieses werteorientierte Handeln, dieses nutzenorientierte Handeln, das ist ein Mehrwert für die Community. Und dann wird ein Ineinandergreifen auch funktionieren. Ein reines Botschaften oder ein reines produktorientiertes Thema, was wir natürlich, also auch das sind, glaube ich, Erfahrungen, die nicht nur wir, aber die jetzt produktseitig oder aus dem Produktmarketing herauskommen, das wird nicht funktionieren. Mhm. Und von daher muss dieser nutzenorientierte Ansatz für, ob das jetzt eine private Community ist oder ob das ein Kundenforum ist, ja, das spielt in dem Fall keine Rolle, aber der Nutzen für das Forum und für die Community ist das Wichtigste. Wie halten Sie diese Communities, die Sie jetzt selber in irgendeiner Form gestartet haben, wie halten Sie die am Laufen? Und nicht nur, ja, dass Sie immer nur triggern, ne, sondern dass in der Tat was Nutzenstiftendes, was Sinnhaftes passiert. Ist ja nicht immer einfach. Ja, das ist natürlich die Herausforderung, das auch zu tun. Ja. Also jetzt über diese Botschafter 2.0-Thematik basiert das ja auf privaten Community oder auf individuell basierenden Communities. Also da ist jeder selbst dafür verantwortlich. Jetzt, wenn man es auf Kunden, also wenn man es auf Produktseite bringt, also die Kollegen, die in Produktforen oder aus dem Marketingbereich agieren, natürlich, ich denke, sehr stark diesen beobachtenden und hörenden Charakter zu haben und dann zu agieren und einzugreifen, wenn Informationen notwendig sind, wenn einfach irgendwo ein Informationsleck da ist, oder mit Informationen zu füttern, die noch nicht im Markt waren, die neu sind und die einfach einen Mehrwert wieder dort bieten. Aber das Community Management, ja, also das ist einfach eine ganz klare strategische Aufgabe. Gibt es Community Manager hier? Und wenn ja, wie sind die angesiedelt? Wie ist eine Stellenbeschreibung eines Community Managers? Ja, Stellenbeschreibung ist gut. Wir haben es in den ersten Bereichen, dass wir jetzt vielleicht nicht Community Manager genannt, ja, aber ob wir jetzt über Blogger Relations sprechen oder ob wir über Social Media Gardener sprechen oder egal in welcher Form. Also auch das ist jetzt eine Entwicklung, die kommt, dass wir die ersten Social Media Skills in verschiedenen Bereichen haben. Auch nicht ganz einfach, weil sie machen eine Aufschreibung das erste Mal intern, ja, und dann erst dann, wenn wir da nicht Skills kriegen, gehen wir auf den externen Markt und wir merken, dass wir intern natürlich noch nicht den Zulauf haben und wir überhäuft werden jetzt mit den Skillprofilen. Also auch das ist eine ganz interessante Entwicklung für uns. Legt ihr denn da, wenn ihr sowas merkt, ne, dass da Defizit intern ist, ne, inwieweit legen Sie dann in der Personalentwicklung danach? Habt ihr Social-Media-Kurse jetzt? Ja, also es gibt... Was wird da gemacht? Es gibt also wirklich einen Trainingsbaustein, der sich, ich weiß es vom Namen her nicht, aber ja, 2.0 im Sinne Führungskräfte, der noch stärker von der technischen Orientierung, aber mit diesem Wertegefüge kommt. Ja. Mhm. Also das ist ein erster Anstoß, wo wir wirklich jetzt über ein Standardprogramm auch agieren. Und das muss sich weiterentwickeln. Also da, denke ich, werden wir stärker reingehen müssen. Wir haben über das Edutainment eine allgemeine Information, was immer stärker gefüttert wird. Wir haben ein Reverse Mentoring. Und wir denken darüber nach, eben jetzt weitere Bausteine aufzubauen. Also das ist ein Puzzle, das auch hier Experimentierstadium, denke ich, mal hochpoppt. Wir werden verschiedene Dinge probieren und wir werden dort sehen, wo lässt sich es verankern und was hat vielleicht weniger Sinn gemacht. Mhm.